gotta get yep, 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 yep. Boom, 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 gotta get 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 yep. Boom, 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 that boom, 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 that boom, 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 boom. Hallo und herzlich willkommen bei Electricity Review. Heute schauen wir uns an The Church und Hellraiser. Beide vom Label 84 Entertainment. Fangen wir an mit The Church. The Church hat ein unglaublich schönes Motiv mit der Kirche. Und die Monsterbox ist einfach riesig. Wenn man sich anschaut, so sieht eine normale Hardbox aus. Nun, schauen wir uns mal die Kassette an. Diese Box ist limitiert auf 84 Stück. Ich habe die Nummer 30. Das Schöne ist, dass es unglaublich viele Bonusmaterial hat. Hier mit einem schönen Bild. Das ist die Church DVD und das ist Trauma. Beide, diese ist von Dario Argento. Dann hier ein Kreuz. Und dazu ein Magnethalter. Auch dazu als Bonus-Feature habe ich leider hier nicht drin. Gibt es ein Poster. Und zwar das da hier. Finde ich toll über dem Fernseher. Dann kommen wir zur selben Box. Nur einfach an den Film. Und zwar Hellraiser Bloodline. Diese Monsterbox gibt es in drei Coverarten, nur ich finde diese Coverart mit der Pinhead ist am schönsten. Die Rückseite. Diese Box ist auf 222 Stück limitiert, ich habe die 168. Hier ein paar Bilder. Da sind drei Discs drinnen, erstmals ungeschnitten und dann noch in einer super Qualität. Diese Box hat mehr Inhalt als The Church. Viele Bonus und viele Extras. Hier wieder ein super schönes Bild. Dann hier ein kleines Büchlein. Dann hier eine Artwork-Karte des Würfels. Auch ein schönes Einzelstück, finde ich. Dann hier ein Poster. Und zwar hat man dieses Poster. Oder das andere. Dann hier die Widescreen-Version 16:9 und hier die 4:3 Fullscreen-Version. Und dann unten dran die Bonus-Disc. Dann als Zugabe gibt es drei blutige Nägel und die Hellraiser-Kette. Beide Hardboxen könnt ihr bestellen bei www.electrocity.ch. Die Hellraiser-Box ist 99 Franken
und The Church 89,90 und dazu kommen noch die Lieferspesen. Viel Spaß beim Kaufen, bis bald, euer Electro City. Gotta get that boom, boom, boom.